Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Fuel Forest Village. Ja, wir machen weiter an der Stelle hier. Und zwar, mir ist ein kleiner Geistesblitz gekommen. Speziell in Bezug auf die Felder hier und auf Nahrung. Und zwar, wir haben jetzt relativ viele Leute übrig. Das heißt, ich werde jetzt noch ein paar Bäckereien aufstellen. Und zwar, im Sommer können die dann schön die Felder bewirtschaften mit Getreide und was auch immer. Und im Winter, wenn ich dann eh genügend Leute habe, können die das zu Brot oder Pastete verarbeiten. Ich glaube, oh Mann, Entschuldigung. Ich glaube, das wäre nochmal eine schöne Balance. Dazu hätte ich mir gedacht, wenn wir jetzt hier die Mühle haben, eine Bäckerei haben wir hier, dass wir noch eine zwei, mindestens mal, ich irgendwie vier Bäckereien würde ich dann mal gern aufbauen. Aber das wird halt Stück für Stück gehen, wir brauchen ja auch die Mats dazu. Und sinnvoll wäre es, das Ganze irgendwie noch aufzuteilen. Dass man irgendwie hier dann auch noch eine Mühle hat irgendwo. Wobei man die Mühle ja nur für Mehl und alles, was man mit Mehl verarbeitet, braucht. Das heißt, theoretisch könnte ich hier zwei Bäckereien dann mit Fleischpastete oder Gemüse, Torte oder was auch immer und hier dann mit Brot, wenn ich hier dann nur Weizen anbaue. Vorab mal, solange ich da noch keine Mühle habe. Gut, da würde ich aber trotzdem jetzt mal sagen, dass wir hier irgendwo eine Bäckerei aufstellen. So viel Mats müssten wir eigentlich haben. Jo. Eine Bäckerei. Könnte man eigentlich schön auf den Hügel hier stellen. Auf dem weiß ich sonst eh nicht was bauen. Und wenn man es hier planieren würde, könnte man vielleicht dann später sogar noch eine hinstellen. Wo ist denn hier der Eingang? Hier vorne, so wie es jetzt war. Okay, ich lasse da mal ein bisschen Platz, dass ich eventuell da noch eine Straße außenrum kriege. Und hier auch irgendwie so eine Straße vielleicht hinkriege, so. Hier mal irgendwie. So klingt doch super. Und gut, wir auch noch irgendwo hier eine. Mal so. So. Ja, machen wir mal so. Okay. dazu werde ich hier jetzt mal auf einreduzieren, dass die hier nur einen nutzen. Damit die dann hier was machen. Machen wir mal zwei. Na, drei. Der Rest soll schön Holz suchen. Bin mir nie sicher, ob ich nach dem Ausloggen, weil die ganzen Holzmarker sind weg. Egal, ich setze die nebenbei jetzt einfach nochmal. Man weiß ja nie. Weil wir brauchen jetzt viel Holz für die Aktion, die wir durchziehen wollen. Weil es brauchen ja, es sollen ja noch mehr Bäckereien werden. Und es sollen auch noch eine Mühle irgendwo werden. Und dazu brauchen wir auf jeden Fall mal Holz. Dazu brauchen wir auf jeden Fall Holz. Eine ganze Menge. So, haben wir noch Bäumchen? Hier zum Beispiel. Die hier mittendrin. Nehmen wir mal raus. Jupp. Hat sich das Windrad immer schon gedreht? Also die Windmühle? Bin mir nicht sicher. Oder ist das neu? Ich habe keine Ahnung.
Ah, doch, das scheint gepasst zu haben, oder ist das jetzt von mir? Auf jeden Fall, jetzt soll's auf jeden Fall drin sein. Okay, die sind hier schon am Bauen. Braucht einiges an Holz und es lägt wieder mal. Sogar auf diese Geschwindigkeit, das ist ultra super. Okay, wie sieht's eigentlich mit dem Rest aus? Prinzipiell könnte ich dann hier noch, hier zum Beispiel, den muss ich eh versetzen und das muss ich alles versetzen, langsam, Stück für Stück jetzt, weil wir hier dann expandieren, also rüber ziehen wollen das Ganze. Wobei hier ist eh etwas unwegsames Gelände, aber irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Hier, das wollen wir auf jeden Fall noch zu Gebiet machen. Von daher vielleicht hier irgendwo dann in dem Bereich hier vielleicht eine Bäckerei. Das würde eigentlich gut passen. Die wären recht zentral. Dann könnte man hier Weizen anbauen irgendwo. Also dann in dem Fall hier oder dann hier an dem neuen. Und hier dann verarbeiten. Das wäre gar nicht blöd. Das wäre nicht so dumm. Sollten wir mal schauen, ob wir hier dann welche hinstellen können. Irgendwo wäre halt dann noch eine zweite Mühle anzuraten. Bin gerade hier. Ja, nicht die Mühle, eher die Bäckerei aktuell mal. Also hier daneben kriegen wir nichts hin. Hier müssen wir auf jeden Fall mal planieren. Dann würde hier eine Bäckerei auf jeden Fall gehen. Nee, hier ist nichts, aber hier würde eine gehen. Theoretisch, und wenn ich das hier planiere, geht hier sogar noch eine zweite. So und so, wenn ich möchte. Aber dazu muss ich sowieso mal das hier planieren. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Das alles hier. Ja, so. Bring das mal in Form hier. Muss man wahrscheinlich eh mehrmals planieren dann. Okay. Sieht's hier aus? Gut. Fleischpastete ist voll. Das heißt, der Bäcker müsste jetzt mal Gemüsetorte machen. Okay, ich stelle jetzt auch mal auf schneller. Damit hier mal was weitergeht. Weiter, weiter, weiter geht. Es ist schon bald Winterende. Okay. Das heißt aber auch, ich muss wahrscheinlich mit meinem Projektchen mit grob weitermachen, dann noch ein bisschen warten. Ja, machen wir Stück für Stück. Aber das Ziel ist ja irgendwie so, jetzt vier Bäckereien hochzuziehen und am besten noch eine zweite Mühle. Das wäre eigentlich das Ziel. Wenn wir auf 0 sind, sollten wir gleich loslegen dann. Wieder mit den Feldern. Und wie gesagt, was wir auch dann noch machen sollten, ist das hier mal versetzen. Wobei eine Apotheke habe ich hier. Das heißt, die kann ich eigentlich abreißen. Jo. Definitiv. Ja, vor Frühling, aber immer noch Minusgrade. Die Weide wird auch langsam. Das ist sehr gut. Ein Kind ist älter geworden. Yay.
Na komm. Wann wird es endlich warm? Ansonsten wird das wieder nichts mit meinem Obst und Gemüse. Wird schwierig sonst. Okay, das sind sie hier am Bauen. Das ist sehr gut. Dann haben wir schon mal zwei Bäckereien. Es ist Frühling und immer noch Minusgrade. Willst du mich verarschen? Jetzt aber. So, das hier. Werkzeug und so haben wir eigentlich auch. Das heißt, Schmied und den hier können wir mal abziehen. Das Ding wird abgerissen. Ich mache auch mal nur einen Bäcker hier. Ja, sich mal zwei. Wobei einen. Lieber dann einen, der hier die Bäume macht. Das ist eigentlich sinnvoller. Dann können wir die hier alle wegnehmen. So, wir haben 26. Das reicht locker. Das macht mir Sorgen. Weil wenn sich das locker ausgeht, habe ich zu wenig Felder wahrscheinlich. Ich habe nämlich extrem viel über, aber das macht nichts, dann schicke ich die einfach zum Sammeln. Da sollte ich definitiv jeweils mal einen rein tun, weil hier der ist nur mehr zur Zierde. Eigentlich. Gut. Lassen wir das mal laufen. Hier wird ja auch schön Stück für Stück, genau, aufgefüllt. Ja, beim Mais muss es noch wärmer werden, sonst wächst er nicht. Ich bin mal gespannt, wie es da überhaupt ist. Ob der überhaupt wächst in der Zeit. Wenn der langsam wachsend ist. Und normal wachsend schon kritisch. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Oder ob du da mehr Leute brauchst für ein Standardfeld, damit das sinnvoll wird. Aber schauen wir mal. Jetzt kann auf jeden Fall loslegen. Okay. Gut, unsere Bäckerei ist fertig. Sehr schön. Das heißt, im Winter können wir die dann besetzen. Die würde ich auch sagen, die macht dann Brot. Passt, hier kriegen wir nämlich dann Weizen raus. Okay. Jo, dann wäre die Frage, wo wäre noch eine Bäckerei gut? Wie gesagt, sinnvoll wäre es irgendwo hier, weil das wäre zentral. Um einfach auch den Nahrungssupply zentral zu halten. Entweder hier dann in die Scheune. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht so blöd, hier noch eine Bäckerei hinzubauen. Am besten direkt neben die Scheune, oder? Wobei da die Felder fast besser wären in der Nähe. Hier kriege ich eh kein Feld rein. Ich brauche hier mal dann noch eine Bäckerei. Mach mal kurz so, während ich da nicht auf meine Sachen schauen kann. Hier. So eine Bäckerei noch hin. Ich habe das auch planiert. Das geht jetzt sogar. Wahnsinn. Hätte ich fast nicht gedacht. Irgendwie. So hier. Und ich sollte hier mal noch eine Straße bauen. Einmal hier komplett rum. Ja, so. Und dann. So auch noch mal eine Straße.
Gut. Und hiermit sollten wir sie auch noch verbinden. Na? Jo. Gut, gut. Man könnte sich mal langsam überlegen, so Pflastersteinstraßen zu bauen an den wichtigen Stellen. Das wäre wirklich mal eine Überlegung noch wert. Ich mach mal so. Das kann ja ruhig dauern. Das eilt ja nicht. Wie sieht's denn hier aus? Das wächst alles. Und hier? Der Mais? Oh je. Ach, das Ding braucht wieder zwei Saisonen. Wobei, ja, eher schon. Wie sieht's mit Kartoffeln aus? Ah, warten Sie mal. Hier Flachs, Kartoffeln. Jawohl, doch, doch. Das passt. Einmal Gras muss reichen. Aktuell noch. Das müsste eigentlich... Nee, ist noch nicht fertig. Okay. Alter, wer futtert denn hier schon wieder die ganzen Eier? Vorhin hatte ich 125. Ganz übel. Alles weggefuttert. Okay. Das ist dann eigentlich... Gefällt mir das ziemlich gut. So, jetzt ist die Frage, wo packe ich eine andere Sammlerhütte noch hin? Wahrscheinlich einfach mal hier hinten hin. Eher nach rechts, damit die Scheune halbwegs nah ist. Wobei wir das eher in diese transportieren sollten. Naja, hier sind einiges an Häusern, das passt schon. Den Rest haben wir hier abgedeckt mit der ewigen Menge. Bauen wir mal noch einen Sammler. Der geht circa da bis zum See und bis zu unserer Bäckerei. Okay. Also so würden sie sich nicht wirklich überschneiden. Aber ist halt ewig weit bis zu einer Scheune. Aber hier, der geht bis zu dem hier. Ja, aber so wird es genau reinpassen eigentlich. Dann müsste ich halt hier irgendwo noch eine Scheune bauen. Setz den mal hier irgendwo. Jo. Einfach hier hin. Der ersetzt dann den hier. Das heißt, den Sammler kann ich dann auch abreißen. Jo. Der Jäger bleibt. Dann haben wir eigentlich hier mal aufgeräumt. Dann ist nur noch Holz. Muss noch weiter. Den würde ich einfach mal hier oder hier hinsetzen. Können wir auch gleich noch machen. Holzsammler? Nee, falsch. Ich will Gebäude. War der hier? Nee, wahrscheinlich hier, oder? Forsthaus, jupp. Hier haben wir ja eigentlich alles, oder? Ich glaube. Jo. Dass man das halt irgendwie so hinbaut. Ist jetzt hier wegen dem Teich zwar etwas blöd, aber... Ist jetzt nicht allzu weit weg. Hat halt nicht mehr so nah ans Lager. Könnt ihr noch etwas rechts hier stellen eigentlich. Das Lager ist hier unten. Könnt ihr den ja auch irgendwo hier hinstellen.
Weil wo werde ich bauen? Hier mindestens mal an die. Hier werde ich alles voll bauen. Und schlussendlich dann hier wahrscheinlich auch, aber das machen wir Stück für Stück. Könnt auch dann ein eigenes Gebiet hier hinten einfach weiterbauen und hier in der Mitte dann das lassen. Mal schauen, was habe ich denn hier? Eine Sammlerhütte. Ja, direkt daneben der Förster passt doch, oder? Definitiv. Würde ich sagen. Der hat es zwar etwas weiter, aber egal. Vielleicht bauen wir hier irgendwo noch ein Lagerhaus dann hin. Müssen wir wahrscheinlich eh dann mal wieder was bauen hier. Ich stelle ihn mal hier hin. Da müsste ich theoretisch auch eine Straße vorbeiziehen können. Nicht ganz, weil er ist größer. Aber das macht nichts. Okay. Gut, das soll es aber für diese Folge schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, subscribe, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Ich bin mal gespannt, wie es dann mit der Nahrungsproduktion, mit den Bäckereien schlussendlich aussieht, wenn wir da fertig sind. Ja, aber das sehen wir in der einer der nächsten Folgen. Bis dahin, wie gesagt, liken, subscribe, abonnieren und kommentieren. Und tschüss.